Entsafter, soll ich mir einen kaufen oder nicht? Ich bekomme sehr oft von euch Fragen, welchen Entsafter ich benutze und ob ich den empfehlen kann. Wenn du dir einen Entsafter kaufen möchtest, gebe ich dir hier ganz kurze Tipps. Und zwar musst du, es gibt verschiedene Entsafter und es kommt darauf an, was du mit dem Entsafter vorhast. Möchtest du mehr Grünzeug entsaften, also Wildkräuter, Spinat, ja okay, Spinat nicht unbedingt, aber eher Wildkräuter zum Beispiel, dann gibt es einen bestimmten Entsafter, den ich dir empfehlen kann. Und oder sagst du, nee, ich möchte mehr Obst oder Gemüse entsaften, dann gibt es wiederum andere, die du entsaften kannst. Ich würde dir sowieso raten, wenn du dir einen Entsafter kaufst, dass du mehr Grünzeug entsaftest, wie zum Beispiel Sellerie, Petersilie, Wildkräuter, wenn du da dran kommst, Weizengras, solche Sachen. Da kann ich dir zum Beispiel den Solustar empfehlen, den ich selber benutze. Ich kann dir den Link unten hinsetzen. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt gesehen. Seht ihr mich überhaupt? Die Sonne knallt hier rein. Das ist nämlich ein spezieller Entsafter, der dafür geeignet ist, einfach Gräser zu entsaften ohne Wasser. Ja? Da gibt es dann zum Beispiel wiederum andere Entsafter, die können große Stückchen Gemüse und Obst entsaften, können aber dafür keine Gräser entsaften. Es gibt Entsafter, den zum Beispiel mein Bruder hat, dann kannst du einfach ganz großes Gemüse reinschneiden oder das Obst reingeben und das entsaftet er sofort. Bei dem anderen, der für die Gräser zuständig ist, da hat er eine kleine Öffnung und da musst du die Sachen schon eher klein schneiden. Die andere Sache, die du wissen solltest, ist, wenn du pures Obst entsaftest, nur Obst, kann das Diabetes fördern bzw. beschleunigen, dass du so etwas bekommst, weil unser Obst von heutzutage, das ist überzuckert. Also früher waren Äpfel nicht so süß, sagen auch die Großeltern. Wenn wir dieses Obst entsaften, enthält es sehr, sehr viel Fruchtzucker. Ich sage nicht, dass Fruchtzucker schädlich ist, aber nur in Kombination mit der ganzen Frucht, also nicht nur den Saft aus der Frucht rausholen und komplett so trinken. Wenn du das regelmäßig machst, das Zucker aus diesem Fruchtzucker schießt direkt in unsere Zellen und in unser Blut rein. Und ob das so gesund ist, das bezweifle ich. Deswegen, wenn du entsaften magst, guck, dass du dir halt eher Gemüse entsaftest. Und selbst da gibt es Studien, die besagen, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn man Krebs hat, sollte man keine rote Beete trinken und keine Karotten, weil sie zu viel Zucker enthalten. Deshalb, wenn du wirklich entsaften möchtest, schau, dass du dir einen Entsafter holst, mit dem du ganz viel Grünzeug entsaftest. Du kannst zum Beispiel Gurke, Zitrone, Sellerie, Petersilie, wie gesagt auch Wildkräuter entsaften. Damit kannst du dir einen tollen Saft machen. Und diese ganzen Säfte mit nur Obst, das würde ich lieber vermeiden. Das ist so mein Tipp. Ich kann dir unten nochmal die Links zu den Säften reinschreiben. Ja, das war's dann zu diesem Thema. Wenn du weitere Fragen hast, stell sie mir gerne unten in die Kommentare. Wenn du noch Videowünsche hast zu einem bestimmten Thema, was du noch unbedingt wissen möchtest, schreib es mir gerne unten rein. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Video. We'll be right back.